Ahoi, Mios Kapitals, hier ist wieder eure Suistar zurück mit einem weiteren Video zu World of Warships PC. Ich habe für euch jetzt gerade die Rhein, das ist der Tier 4 Flugzeugträger der Deutschen, was mit dem nächsten Patch in den Early Access kommt. Und zwar haben wir hier unter anderem einmal Schlachtflugzeuge mit 1090 Trefferpunkten, Höchstgeschwindigkeit 158 Knoten. Größe der angreifenden Fluggruppen sind 3, Flugzeuge Staffel 6, Raketentyp RZ-73, Raketenzuladung 2, Raketenhöchstschaden 1700, Flugzeugwartungszeit 42 Sekunden und Erkennbarkeit 9 Kilometer, sowie die Anzahl der Flugzeuge an Deck 9. Dasselbe Spiel, was zumindest Anzahl der Flugzeuge an Deck, Erkennbarkeit und Flugzeugwartungszeit betrifft, ist hier bei den Torpedobombern ebenso. Ansonsten haben wir 1300 Trefferpunkte, Höchstgeschwindigkeit 155 Knoten, Größe der angreifenden Fluggruppen 2, Flugzeuge je Staffeln 6, Torpedotyp F5 und Torpedozuladung 1. Der Torpedohöchstschaden betrifft 3600. Wir haben natürlich auch Bomber mit dabei. Und zwar haben diese 1160 Trefferpunkte, Höchstgeschwindigkeit 140 Knoten, Größe der angreifenden Fluggruppen 2, Flugzeuge je Staffel 6, Bombertyp bzw. Bombentyp PC-500A, Bombenzuladung 1 und Bombenhöchstschaden 4000. Dasselbe Spiel wie bei den anderen beiden Verbrauchsmaterialien bzw. Nutzungsgegenständen, nennen wir es mal so, ist hier gleich. 52 Sekunden Flugzeugwartungszeit, Erkennbarkeit 9 Kilometer und eben die Anzahl Flugzeuge an Deck 9. Was natürlich das Besondere hier bei der Rhein ist, beziehungsweise generell bei den deutschen CVs, ist unter anderem hier einmal die Artillerie. So, jetzt haben wir das Richtige auf. Und zwar haben wir hier 2x2 105 mm, welche wir jetzt auf 5,7 haben, mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 5,5% und einer Ladezeit von 3,2 Sekunden. Wir haben es tatsächlich komplett hier auf Sekundär gebaut. Wir haben jetzt hier nur einmalig eben die verbesserte Schießgrundausbildung. Wir hätten optional den Tarnmeister weglassen können und hier nochmal Schießgrundausbildung hier mitnehmen können. Dazu zu der verbesserten, damit wir eben weniger nachladen, aber haben wir jetzt nicht drauf. Dann würde ich sagen, gehen wir mal mit da rein ins Gefecht und schauen, was sich so machen lässt. So, Leute, wir befinden uns im Gefecht, sind im Vierer, Dreier. Wir sind gerade mit da rein unterwegs, welche man sich jetzt ab kommendem Patch auch aus diesem Vorabzugang ergattern kann, wenn man Glück hat. Es ist unter anderem Tier 4, 6 und 8 dann vorab zu haben. Dann gucken wir mal, wir starten mal hier einmal mit den Jägern. Und wir werden uns auch mal ganz kurz hier gucken, wo schon mal, na, stehen wir da. Wir stehen uns da hinter die Insel direkt mal. Man ist immer so ein bisschen mittig, gucken mal, ob wir was drauf bekommen. Leider haben wir natürlich hier keinen Jäger, wo wir setzen können. Das gibt es ja auf der Stufe noch nicht. Gibt es dann erst ab Tier 6. Gucken wir einfach mal, was wir da so aufbekommen. Was halt ein bisschen nachteilig ist bei den Deutschen, ist ja tatsächlich, dass sie jetzt kein HE haben. Sprich, man kann eigentlich die Ds nur sinnvoll mit Torpedos angreifen. AP ist ja halt da nicht so toll. Wir haben nämlich hier AP Jäger, ebenso AP Bomber, da ist das noch nicht so toll. So, dann gucken wir jetzt einfach mal, was wir da alles aufbekommen. Kapiert. Weil die AP-Raketen sogar Kreuzer zirkadieren können. Das wird interessant. Ah, da haben wir zum Beispiel schon mal eine Svitlana. Können wir, glaube ich, mal angehen. Und ist jetzt auch ganz interessant beim Anflug, Leute. Ihr seht ja, die Ellipse geht nach unten weg. Vorteil ist, auf der Stufe können wir sogar teilweise mehrmals angreifen. Haben Was wir für denn eine da Art hier noch? gibt. Gucken wir mal hier auf der anderen Seite, ob wir da auch noch irgendwas haben. Da müsste ja eigentlich auch irgendwas losfahren. Da hätten wir zum Beispiel eine Derzki, der sich jetzt direkt mal nebelt. Aber man kann mir jetzt nicht erzählen, dass da nur eine Derzki rumkommt. Eine ISO. Irgendwas muss hier noch sein. Ja, eine ISO und ganz hinten noch eine Nasser. Finde ich gerade Wieder nicht. rumschwirren.
Da vorne, vielleicht sind sie. Ja, so weit sind die, glaube ich, noch nicht, oder? Immer gleich. Hey, kleiner DD, kommst du? Also ich kann euch natürlich auch mal zeigen, wie das Ganze ausschaut, wenn man doch mal auf DDs geht, aber wirklich sinnvoll ist es tatsächlich nicht. Und jetzt nochmal versuchen, hier die Speedlana einzufliegen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass sie hier spitz zugeht. Mal Glück und sie dreht nochmal, sieht aber nicht danach aus. So, und dann nehmen wir doch mal einmal die Bomber. Und ihr seht auch, die haben hier auch schon mal einen ganz anderen Flug nach oben. Und was natürlich interessant ist bei den Bombern, die haben recht weit hinten, haben sie die Ellipse. Die sieht man nur, wenn man nach unten so direkt guckt, die sieht man gar nicht, wenn man nach vorne guckt. Auch nochmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da unterscheiden sie sich natürlich auch nochmal. Wir haben einen Langkratzer! Dann gucken wir uns das Ganze mal an hier. Hat eine Charleston ganz an. LCV, unser DD muss vernichtet werden, der hat mich angekratzt. Ober. Ich bin Lackkratzer wegen ihm. Ein HP weniger. Schweinerei. So. Das sind natürlich jetzt auch nicht die schnellsten Flieger auf der Stufe. Haben auch wieder unsere Svitlana. Und eine Valkyrie. Ja. So. Boah, wir treffen sie halt voll spät. Meinst du Anfluglänge von Briten oder was? Ah, ich hab's jetzt sehr, sehr spät getroffen. Das hat ein bisschen gedauert. Jetzt geht auch die Flagge. Die Bayonne dürften wir aber gut treffen, Leute. Ja, Doppelzieher haben wir gemacht. Die haben wir gut getroffen. Da hat's mal kurz geklatscht bei der Wyoming. Das ist schön an die Japaner. Da. So, man sieht, wenn man natürlich den richtigen Winkel trifft, dann tut es auf jeden Fall weh. Charleston ist auch gleich raus, sehr schön. Wir gehen mal nochmal auf die Svitlana. Vielleicht kriegen wir jetzt mal wieder auf die. Die ist auch gar nicht so blöd, die Svitlana. Die macht das eigentlich ganz klug. Tatsächlich. Danke, knackst schon. Aber nicht retten. Extra für dich angeknackst. Niemals. Ich hoffe, dass ich es jetzt mal vernünftig treffe. Weil eigentlich gerade die Russen, die kann man sehr gut zitieren. Solltest dich bewegen, der dir kommt ein DD. Oh, ja, ich. Noch sogar zwei. Ja, Zitadelle. Dann bewegen wir uns mal weg. Wo gehen wir denn am besten hin? Das ist natürlich eine gute Frage. So, nehmen wir mal wieder die Bomberli. Die Torps müssen wir auch noch nehmen. Natürlich auch mal hier präsentieren. Machen wir erstmal hier hinten weiter. Ich gerade. Ne? Zurück zum Cap. Nein. Problem ist, ich kann nicht wirklich sinnvoll dagegen wirken. Mein Problem. Ich kann sie versuchen resetten, das war's dann aber. Frage ist jetzt die einzige. Ja. War der einzige. Yep. Gegen den kann ich halt nicht viel anrichten, ne? Maximal mit den Torpedos. Nehmen jetzt auch einmal hier den Motorboost, damit es mal ein bisschen schneller geht. Die Bestreuung. Streuung ist cool. Mal hier auf die Nassau. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir mit den Torps eventuell ein bisschen arbeiten.
So, Derzki ist raus. Dann haben wir hier noch eine Klemsen und die ISO. Schauen wir mal. Naja, Suyus. Suvorov. Naja, Suvorov. Mein Name. Ich hoffe immer zu helfen. Wieso? Das wird nicht. Ist ein bisschen eine eklige Geschichte hier. Ah, natürlich drehst du raus. Gar nicht so einfach tatsächlich auf der Stufe CD, also generell hier mit den Top CDs zu treffen, ist aber halt unsere einzige Möglichkeit tatsächlich CD zu erwischen. Genau. Alter, bin ich noch nicht so bewandert, DD. Und der dreht halt auch permanent. Mein Problem. Ne? Jedes Mal, wenn ich ihn anfliege, dann dreht er mir hier raus. Gegen jetzt mal gucken. Oh, wie knapp der halt einfach durchkommt. Ein DD ist auf dem Weg zu mir. Nicht so toll. Wir fahren mal weiter hoch. Aua. So, das heißt, der ist gar nicht so weit weg, die Valkyrie. Die ist hier schon echt hart auf dem Weg zu mir. Nicht so schön. Allerdings wird sie auch keine Freude haben, wenn sie unnah an mich rankommt. Mal. Ach, jetzt geht eine Zitadelle rein. Ist okay. Normal. So, dann haben wir hier noch die Nassau. Denn Louis wird wahrscheinlich sterben. Sieht danach zumindest sehr stark aus. Nähern uns Ziel. Jetzt auch nicht durchhalten. Au. Verdammt. So, den natürlich einmalig. Kaiser schießt mit HE, nett. Vorteil ist, Nassau hat jetzt auch nicht so wirklich die Flugabwehr des Jahres, das heißt, die kann sich eigentlich gar nicht richtig gegen uns wehren. Da geht's. In der Luft. Er schafft das. Ich denke mal schon. Also wenn er das nicht schafft, dann wäre es echt traurig. Immer die DDs suchen, wo auch immer die jetzt sind. Auch wenn er mit HE schießt. Nur dürfen die gar nicht so weit weg sein. Dann schauen wir mal, wo das ist. Das hat immer so ein bisschen blöd mit den DDs. Sind sie doch. DD Nummer 1. Ah, da ist der andere gleich dabei. Sehr schön. Haben wir alle beide. Wir fahren dann doch gleich woanders hin. Isokase hier abdrehen lassen. Das meine ich halt. Weißt du, bis ich angeflogen bin, ist der halt schon wieder rausgedreht. Das ist halt so bei mir jetzt der Nachteil. Du hast aber gerade zum Bremsen gezwungen. Er ist zum Glück abgedreht. Ich habe aber immer noch die Valkyrie hier hinter mir. Vorteil ist, dass der DD keinen Spaß haben wird, wenn er halt an mich rankommt.
Wir wollen die zwei kleinen Kaninchen da groß machen, Seko. Wo ist es denn? Trifft sogar relativ gut, Alter. Sag ich doch. Oh, oh, oh. Schade. Passt. Mal kurz ein bisschen wegdrehen. Ich wette, der hat nochmal getorbt. Der Sekundär ist echt hart, muss man halt echt mal sagen. Damit auch auf der Stufe, ne? Das ist. Spaß hat der keinen. Vor allem, wie genau der einfach schon ist, auf, dafür, dass es die Vierer ist. Hat. Jetzt habe ich ihn irgendwas ausfallen lassen. Optimal. Oh, ist gut. Jawoll. Ganz schön. Den haben wir mit raus. Jetzt haben wir noch einen DD. Und die Torps, damit habe ich nicht gerechnet. Aber bist du weit genug weg? Wir fahren jetzt definitiv mal in den Cap rein. So, jetzt haben wir mal ganz kurz die hier. Den anderen DD zu spotten. Ist die Langley AFK gegangen oder was mit der? Nein, nein, die ist ganz oben, aber die hat doch keine Flieger. Die ganze Zeit weggefahren. Können wir damit Ausfälle bescheren? Ja, wir machen sogar ein bisschen Schaden. Ja, so an sich ist es möglich, Schaden zu machen. Du hast aber allerdings mit der AP, so wie einem Kreuzer oder sonst was, sehr oft Overpin auf den kleinen DDs. Das ist das Problem. Du wirst sehr oft einfach nur durchschlagen. Ah, komm, Sekundär. Nein, Torpedos. Einen nehmen wir mit. Zwei sogar. Nee, gar kein. Aus. Haha. Nicht mit mir, mein Freund. Sekundär. Los. Feuer. So muss das auch schon. Da. Piu, piu. Ja, komm. Komm, Seko-Kill. Nahkampfexperte. Let's go. Ah, da haben wir den. Komm weg mit. Flugabwehr hier priorisieren, also mit Flieger runter. So. Wie schnell das kommt mit. Ah, viel zu OP. So, dann machen wir es mal so. Dann gucken wir mal die Kaiser. Die Langley, wir haben sogar. So wie der Lost. Aber das ist auf jeden Fall mal der Vierer. V und wir sind jetzt hier nur auf Tier 4 übrigens, ne? Sieht schon, das ist ein richtiges gleich Spaßbötchen, da haben wir richtig Fun. Nur noch kurz gucken, wir picken uns mal. Da freue ich mich jetzt schon auf die auf 6er und 8er und so. Ich denke mal, die Langley ist auf dem Weg zu unserem Cap, ne? Wird es auch schauen, wo die Flieger herkommen. Außer sie ist hinter der Insel geblieben, was ich jetzt glaube. Ich denke mal, dass sie jetzt erst gerade mal B3 steht. Wird man gleich merken. Otter ist auf der Stufe, haben sie da nicht so flack. Einmal angefroren gekommen. Sie hat geschlafen. Die wird es auch wahrscheinlich gar nicht schaffen, dass er uns nochmal resettet. Ah, da ist er doch. Wenn man angeflogen hätte ich sie schon gern, tatsächlich. Ah. Aber wir nicht mehr. Upp. Egal. So, Sieg, bitte rein. Das ist die Reihen, Leute. Bin ich ganz zufrieden. Wir haben zwei Kills gemacht, 7 Zitadellen haben wir gemacht, 2 Torptreffer tatsächlich. 13 Zitadellen, 13 Zieltreffer. Und sogar ein paar Flugzeuge hier abgeschossen. Sind hier auf Platz 3. Miyogi ganz oben. Kaiser tatsächlich auf Platz 2. Bin ich. Läuft.
Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den deutschen Servers haltet, wie ihr jetzt generell so das Gameplay fandet. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Oder auch ein Abo und dann hören wir uns im nächsten Video zu World of Warships.